Deswegen ist die AfD so stark geworden. Jetzt haben wir hier einen Haufen rechtsradikaler Arschlöcher im Parlament sitzen und Frau Merkel trägt ein gerütteltes Maß an Mitschuld. 11.000 syrische Blankopässe könnten sich in den Händen des IS befinden. Das ergab eine Untersuchung der Bild am Sonntag. Die deutsche Nation, unser Gegner, kennt weder grenzenlose Solidarität noch umfassende gesellschaftliche Emanzipation. Schweigen ist Feige, reden ist Gold. Schweigen ist Feige. Die deutsche Nation, unser Gegner. Diese so verrufene Welcome to Hell-Demo, wo ich immer über die Scheinheiligkeit staune, mit der man das Wort Hell so schrecklich findet. Highway to Hell und andere Lieder. Also es gibt eine gewisse Kultur, Subkultur, wo man nicht ganz so spießig reagieren sollte. Ich fand Welcome to Hell eine hübsche Aussage. Aber die deutsche Nation, diese scheiß Volksgemeinschaft, steht immer gegen soziale Gleichheit aller Menschen. Unruhen, Revolten und Revolutionen sind immer unordentlich. Der Revolutionär ist nämlich kein edler Wilder, der höflich ans Tor klopft, bevor er den Betrieb besetzt, die Schule übernimmt oder bevor er die Sendeanstalt okkupiert. Bei der revolutionären Aneignung der Gesellschaft geht es nicht gesittet zu. Da ist Verzweiflung, da ist Hass und da ist die Power einer sozialen Utopie. Ich glaube, dass es für unterdrückte und überwältigte Minderheiten ein Naturrecht auf Widerstand gibt, außergesetzliche Mittel anzuwenden, sobald die Gesetzlichen sich als unzulänglich herausgestellt haben. Zitat Ende. Unsere Gegner beschwören die Ideologie der nationalen Schicksalsgemeinschaft. Aber die deutsche Nation, diese scheiß Volksgemeinschaft, steht immer gegen soziale Gleichheit aller Menschen. Wir haben die deutschen Behörden kontaktiert und gefragt, was sie zu den potenziellen Risiken sagen. Terroristen könnten in Deutschland ankommen und Flüchtlinge als Deckung benutzen. Es ist lange schon bekannt, dass dem syrischen Regime Blankopässe gestohlen worden sind. Diese Dokumente stehen auf der entsprechenden Liste von Interpol. Bei Ankunft werden Pässe mit dieser Liste abgeglichen. Eine ziemlich hochmütige Einstellung zu Blankopässen in den Händen des IS, die auch bei einigen nicht wirklich gut ankommt. Das Problem ist viel größer, als wir realisieren und die Mainstream-Medien den Menschen berichten können. Die Länder, die diese Immigrationspolitik und die laschen Grenzkontrollen in Europa betreiben, sie können das Ergebnis davon kaum einordnen. Sie haben keine Ahnung vom Ausmaß der Bedrohung. Es muss viel mehr getan werden. Und wenn das nicht passiert, dann werden wir signifikante Terrorzwischenfälle erleben. Die bloße Anzahl der Terrorzwischenfälle der letzten 3 Jahre, die ja alle Verbindungen zum IS hatten und das in europäischen Ländern, das zeigt, dass die Regierungen schon mit einer kleinen Anzahl Terroristen nicht fertig wird. Wenn wir über eine hohe Zahl nachdenken, Tausende, dann werden sie definitiv Probleme haben. Jetzt stelle ich euch doch mal eine Frage, die wollen auf die Kosten nicht sitzen bleiben. Was ist denn mit den Kosten, die in diesem Land entstehen? Von wem bekommen wir die denn wieder zurückgestattet? Die Geschichte wiederholt sich. Wir haben genau denselben Fall. Kriege sind entstanden. Deutschland hat gesagt, kommt her, wir schaffen das.
Die Menschen reisen schon wieder ohne Personalien in diesem Land ein. Das heißt, das, was wir zurzeit erleben, mit einigen arabischen Familien, die in den 80er Jahren gekommen sind und nur auf Duldung leben, was echt eine Schande ist, ja, so viel zur Integrationspolitik, wiederholt sich jetzt mit allen anderen, die jetzt aus Syrien und sonst woher kommen. Das heißt, die Problematik, die wir jetzt schon haben, erschaffen wir neu. Wir haben nichts dazugelernt. Die Regierung hat nichts dazugelernt. Und deswegen haben wir ein Problem gehabt, dass eben sich nicht in Deutschland über Inhalte gestritten wurde. Deswegen ist die AfD so stark geworden. Jetzt haben wir hier einen Haufen rechtsradikaler Arschlöcher im Parlament sitzen und Frau Merkel trägt ein gerütteltes Maß an Mitschuld. Nun haben Sie die AfD massiv beschimpft, alle miteinander. Da müssen wir wahrscheinlich auch differenzieren, dass es dann möglicherweise dann auch in dieser Form nicht ganz für alle gilt. Deswegen, ich muss einfach da mal ein bisschen Distanz zwischen Ihrer Formulierung und Ihrer Wertung und meiner Position hier bringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle. Aber wir bleiben trotzdem am liebsten nochmal. Ja, aber ich muss auch zeigen, dass ich das verstanden und gehört habe und dass ich mich zumindest in dieser Allgemeinheit davon auch distanziere. Liebe Frau Merkel, ich habe Fragen und hoffe, Sie haben die Antworten drauf. Viele haben davor gewarnt, dass mit dem Islam der Terror nach Deutschland kommen wird, dass die Völker, die hierher kommen, unkontrolliert von ihnen reingelassen, die Kriege von ihren Heimatländern mit hier reinbringen und genauso unkontrolliert hier auf deutschem Boden aufeinander losgehen. Heute am 28.07.2017 gab es in Hamburg schon wieder einen Angriff auf unschuldige Menschen. Wieder hat der Täter Allahu Akbar gerufen. Gott ist groß. 11.000 syrische Blankopässe könnten sich in den Händen des IS befinden. Das ergab eine Untersuchung der Bild am Sonntag. Sie zitiert Dokumente der deutschen Polizei und des Innenministeriums. Wenn man die Daten einer Person einfügt, dann könnten diese Pässe es Terroristen erlauben, unentdeckt nach Europa zu gelangen, mit einem echten Pass und als Flüchtling getarnt. Die Entwicklung mit den Flüchtlingen hat gezeigt, dass Terrororganisationen die Möglichkeit nutzen, um mögliche Angreifer oder Unterstützer unentdeckt nach Europa und Deutschland zu schmuggeln. Meistens werden falsche oder manipulierte Pässe jedoch ohne weitere Motive, wie zum Beispiel Terrorangriffe, genutzt. Das sind weitere Nachrichten, die den Deutschen Sorgen bereiten. In diesem Monat kam heraus, dass 60 ehemalige Mitglieder einer Gruppierung mit Verbindungen zu Al-Qaida hierher gereist sein könnten, als Flüchtlinge getarnt. Der Gruppe werden Kriegsverbrechen und viele Massaker vorgeworfen. Es fällt mir echt schwer zu verstehen. Ich verstehe das nicht. Wenn man doch weiß, dass man in den 80er Jahren oder in den 60er Jahren oder wann auch immer diese Fehler gemacht hat, mit bestimmten Gruppierungen. Wenn die doch schon ankommen und man sieht, dass diese Leute im Grunde genommen sich nicht ausweisen können, warum wird das dann trotzdem gemacht? In keinem Land könnte ich jetzt als Serge Menger ohne meinen Ausweis oder Visum gegebenenfalls einreisen. Geht gar nicht. Ich komme gar nicht ins Flugzeug, geschweige denn auf ein Boot. Und selbst wenn ich auf einem Boot ohne ID ankommen würde, wäre die nächste Grenze, Landesgrenze, die ich erreiche, wäre Stopp. Da würde man mir sagen, wie, hör mal, wovon träumen Sie denn nachts? Wie, Sie kommen hier ohne Pass? Dann geht doch hin und macht doch ein Gesetz, wo es wirklich lautet, von der Küste sind Sie damals gekommen, Sie haben keinen Ausweis gehabt, Land X, die sind von deiner Küste gekommen, wenn wir hier fertig sind, schicken wir dir diese Leute zurück. Warum kriegt ihr das nicht hin? Und warum ist all das, was im Grunde genommen passiert, ja, alles, was umgesetzt wird, muss dem Staat und den Bürgern, Entschuldigung, nicht dem Staat, den Bürgern dieses Landes Milliarden kosten, wo doch so viele Probleme auch hierzulande zu bewältigen sind. Habt ihr darauf eine Antwort? Jetzt haben wir hier einen Haufen rechtsradikaler Arschlöcher im Parlament.
Ich habe als kleines Kind die Revolution im Iran erlebt. Ich habe den Krieg erlebt. Ich habe Sachen gesehen auf den Straßen, die kein Kind sehen sollte. Heute bin ich selber Mutter. Heute kämpfe ich Tag für Tag mit der Angst, dass meine Tochter, dass all unsere Kinder Zeuge von dem werden, was ich erlebt habe, was in meiner Kindheit passiert ist. Vor 31 Jahren hat Deutschland mir Schutz gegeben. Ich habe alles weggepackt und war der Meinung, ich hätte es hinter mich gebracht. Ich habe mir ein neues Leben aufgebaut. Nun passiert schleichend in Deutschland genau das Gleiche, was vor fast 40 Jahren im Iran passiert ist. Das Land wird islamisiert. Unsere Freiheiten werden eingeschränkt. Meinungsfreiheit gibt es schon gar nicht mehr. Es ist ein Fake. Meinungsfreiheit? Davon ist nur noch der Name geblieben. Auch eine Demokratie kann ich leider nicht mehr feststellen. Auch davon ist nur noch der Name geblieben. Ich weiß nicht, aus welchem Grund die deutsche Regierung das eigene Land zerstört, auf die eigene Kultur keine Rücksicht mehr nimmt. Es heißt stets, Refugees welcome. Was ist mit uns? Was ist mit den Flüchtlingen, die vor Jahren hierher gefunden haben und sich ein neues Leben aufgebaut haben? Sind wir ihnen nicht mehr gut genug? Werden wir ausgetauscht wie Möbel, die man satt hat, gegen neue Flüchtlinge? Wird unser Leben schon wieder in Gefahr gebracht, weil einfach neue gekommen sind? So ähnlich wie ein islamischer Mann seine Frau austauscht gegen eine Nebenfrau, die halt einfach jünger ist, die ihn mehr interessiert. Sind wir denn keine Menschen? Sind Deutsche keine Menschen? Haben sie keine Rechte mehr? Wenn sie meinen, sie müssen das Land vor die Hunde gehen lassen, dann bitte, aber vorher hätte ich gerne gewusst, was aus uns werden soll, was aus unseren Kindern werden soll. Warum ich heute nach 31 Jahren wieder Sachen erleben muss, die ich damals im Iran erlebt habe. Deswegen ist die AfD so stark geworden. Jetzt haben wir hier einen Haufen rechtsradikaler Arschlöcher im Parlament sitzen und Frau Merkel trägt ein gerütteltes Maß an Mitschuld. Und was Frau Merkel angeht, ehrlicherweise kein Dank für nichts, war die freundliche Umschreibung dafür, dass sie jahrelang Millionen von Lesben und Schwulen bewusst diskriminiert hat. Das war unanständig und das musste man ihr auch mal sagen, die hat es gebraucht. Anderes Thema. Sie sprach uns an. Wissen Sie überhaupt, welche Erkrankungen die Patienten mitbringen? Soll ich Ihnen sagen? Wir reden über offene Tuberkulose. Meine Damen und Herren. Schütteln Sie bitte nicht den Kopf. Ich kann Ihnen das belegen. Sagen Sie nur gerade, erzählen Sie gerade oder stellen Sie eine Frage? Nee, ich will zur Ordnung. Ich will gerne was zur Ordnung. So. Und ich lasse mir bitte als Kreisrat von Ihnen nicht das Wort verbieten, dass wir das dargestellt haben, ja? Als Kreisrat von Ihnen nicht das Wort verbieten. Ich bin voll clever und kein Schwabe, Sie brauchen mich nicht belehren. Was ganz anderes, 10% der Flüchtlinge kommt hier mit Erkrankungen. Ich weiß es nicht genau. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Die Bürger gehen nach 3 Tagen Behandlung mit einer Tuberkulose. Das bedeutet, dass wir in 10 Jahren so eine resistente Tuberkulose in Deutschland haben, dass sie nicht mehr behandelt werden kann, weil andere Antibiotika nicht mehr greifen. Das heißt, es gibt eine gesunde Auslese, 80% sterben, 20% werden überleben. Ich könnte mehr Beispiele sagen, ich habe keinen Behandlungsauftrag. Kümmern Sie sich bitte darum, wo die Leute hingehen. Aussagen als Arzt, als Mediziner vor dem Hintergrund des hippokratischen Eides als höchst bedenklich sehe, aber das ist meine persönliche Meinung, da haben Sie eine andere Meinung, die zum Thema medizinische Versorgung, denke ich, dass das eine Leistung ist, die wir genauso wie die Unterbringung den Flüchtlingen gegenüber erbringen müssen. Uns interessiert, wie die AfD eigentlich Konzepte hat, um Armut zu lindern in diesem Lande und wie die Tafeln abgeschafft werden können. Gibt es da einen Ansatz von Idee von AfD? Interessiert uns. Ja. Das ist nicht machbar! Ja. Dann probiert das auch nicht.
Heute tut mir das nicht. So, wer Herrn Helfferich nicht hören möchte, möchten wir bitten, den Saal zu verlassen. Ich habe die Möglichkeit. Bitte dann verlassen Sie. Und ich vor allem bin ganz aufgeregt, dass ich es gar nicht fassen kann, dass ich mich hier tatsächlich in Wien befinde. Es ist unglaublich. Zuerst dachte ich mir, es ist vielleicht ein internationaler Event hier, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, muss ich leider enttäuschen. So sieht es im Moment aus in Wien, an den Wiener Volksschulen. Trotz allem möchte ich allen einen wunderschönen ersten Schultag wünschen und hoffe, dass jeder Einzelne die Schulzeit genießt und auch viel mitnehmen kann.